Servus Papa Peter, ich bin's Niki Lauda, Weltmeister in der Formel 1. Neben mir der jüngste Weltmeister in der Formel 1, Sebastian Vettel. Du Weltmeister. Neben mir der älteste Weltmeister. So richtig, natürlich der Beste. Folgendes ist, ich habe zu Hause Red Bull-Dosen, ungefähr 3 Paletten getrunken, die ganze Nacht nicht geschlafen, aber Fußpilz am Fuß ist weg. Aber lass uns reden über deinen Erfolg. Du weißt natürlich, die meisten glauben immer, dass es ein Reifenpoker gewesen ist von Sebastian Vettel. Aber der Hauptgrund war natürlich das hier. Erklärt kurz eben, was es ist. Der Perserteppich. Nein, so ein fliegender Teppich. Richtig, genau. Ein Monocoque, also diesen fliegende Fußmatte, die er zum Sieg getragen hat. Erklärt kurz eben die Beschaffenheit von dem Material her. Also nicht ganz normaler Teppich, sondern was ja, ist es? Es ist Carbon unter dem Teppich. Also es sieht nur so aus wie ein echter Teppich, aber ist natürlich bei uns im Auto und da muss Gewicht gespart werden. Von daher ist es aus Vollcarbon. Und ist nur so angemalt, damit es jetzt so aussieht wie ein Teppich. Ja, pass auf, da vorne muss es Platz machen, hier unten läuft der Bernie Ecclestone vorbei, der mittlerweile genauso alt ist wie eine Galapagos-Schildkröte und schon bei Ben Hur die Rennen verschoben hat. Das ist das Wichtigste, wir sind hier in Berlin beim Akustik-Grand Prix. Das Wichtigste ist, wenn man als Rennfahrer aber die Geräusche des anderen erkennt. Und deswegen vorher gucken, wie das Auto ist, raten, wer es ist. Das war das Auto? Michael, richtig. Ja, diese. Das warst du. Das war ich, richtig, genau, Nürburgring, Nordschleife. Das bin ich dann. Das bist du. Das Problem ist, du musst es genauso gut können, wenn du den Titel verteidigen willst. Du machst jetzt einmal den Hamilton. Richtig und langsam ist ein Alonso. Der war November. Der hat keinen Ton. Button. Bei Kello. Der hat einen. Der Glock, Vettel, Suttel, Mutti, Vati, alle zusammen.